Ja, moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Hunter Call of the Wild. Und ja, heute sollen wir hier einen Wapiti-Bullen erschießen. Zumindest wird es hier Wapiti-Bulle genannt. Ich weiß nicht, ob Bulle passend für einen Wapiti ist. Ich bin da nicht im, ne, nicht im Bilde. Können die Jäger unter euch, die der Jägersprache mächtig sind, gerne korrigieren in der Kommentarsektion. Ich persönlich möchte mir hier nicht anmaßen zu bewerten, ob das richtig ist oder falsch. Da habe ich keine Ahnung von. Ich sage einfach Wapiti, männlich, weiblich, bla bla bla, ihr kennt mich. Und ja, legen wir auf jeden Fall los jetzt mit Connors, Emilys wunderbarer Wapiti. Und dafür werden wir hier oben jagen gehen. Erstmal, das würde ich euch übrigens empfehlen, dass ihr das jedes Mal macht, wenn ihr sowas plant. Und zwar überlegt ihr, wo könnte man jetzt theoretisch einen Wapiti schießen? Und wir müssen es ja von einem Hochsitz aus tun. Das heißt, hier ist der Hochsitz und da ist das Wasser. Das heißt, hier Hochsitz, da Wasser. Okay, tut mir leid. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auf das Bedürfnisgebiet Trinken von den Wapitis und versuchen dann einfach dadurch ein paar Wapitis hier an die Hochsitze ranzubekommen, denn das ist die Aufgabe. Wir müssen vom Hochsitz aus einen erschießen, nicht einfach so. Also wenn ich ihn so erschießen müsste, das wäre super einfach, da ich einfach nur einen Dings bräuchte, einen männlichen Wapiti. Und deswegen, unsere Zeit, die wir dafür brauchen, ist die Sekunde bitte. 5 Uhr bis 9.30 Uhr. Okay, dann würde ich sagen, 6 Uhr gehen wir los. 6 Uhrchen, das ist eine gute Uhrzeit. Und ja, wie an anderen, in anderen Folgen auch. Vielen Dank für den ganzen Support, für die netten Kommentare, für die Unterstützung. Bedanke ich mich vielmals bei euch. Das ist auf jeden Fall weiterhin ein, ja, guter Motivator auf jeden Fall für mich. Freut mich sehr, dass wir da so eine aktive Community immer noch haben. Denn ich mache nun ja schon ein paar mehr Folgen wie Hunter Call of the Wild und trotzdem interessiert das noch einige Leute. Oder sogar Tendenz steigend, also wachsend, wie auch immer man das nennen möchte. Der Turm sollte nicht weit sein. Wir müssen zum Hochsitz hier. Da. Aber das hier ist ja vom Hochsitz aus ein Roosevelt. Ja, vom Hochsitz. Also ich denke nicht, dass da was anderes mit gemeint ist, oder? Türme in Kalben aufzuhängen. Sie selbst jagt nicht, aber das ist ein Hochsitz. Okay. Ja, sie sagt aber Turm. Ja, das hier ist ein Turm und das ist ein Turm. Aber das hier eigentlich nicht so. Aber das ist der Hochsitz. Naja, wir werden rausfinden, ob stimmt oder nicht. Übrigens habe ich einen Bug gefunden. Mal wieder. Und zwar seht ihr hier im... Na, wobei ich würde nicht sagen, dass es ein Bug ist. Aber längere Zeit ist dann da oben kein... Kein Text, sag ich mal. Seht ihr, der Text rennt gerade durch, hier durch mein Smartphone. Und manchmal bleibt er dann einfach weg. Dann ist er nur so ein gelber Streifen. Ne, Bug würde ich das nicht unbedingt nennen, aber es sieht ein bisschen strange aus. Aber gut, möchte ich mich jetzt gar nicht drüber beklagen, weil so schlimm ist das nicht. Ich habe jetzt hier auch den Vorderlader dabei, damit der Wapiti auch relativ schnell auf dem Boden liegt. Übrigens 150 Meter mit dem Teil würde ich da nicht empfehlen. Da haben wir heute ziemlich krass verzogen und das ist natürlich nicht so toll. Gut, dann schauen wir einfach mal, ob wir hier überhaupt... Habe ich eigentlich alles dabei? Habe ich gar nicht. Könnt ihr mal sehen, ne? Ich bin auch ein bisschen verplant heute. Müssen wir... Wir brauchen ja nur den einen Caller. Ich war nämlich noch woanders jagen. Wenn ihr die Caller seht, wisst ihr ja auch schon wo, ne? Hirschfelden. Ich glaube, das war Hirschfelden oder Quadro. Bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, wo das war. Ich glaube, Quadro. So, dann können wir hier einmal kurz den G-Dauerlauf machen und nebenbei machen wir hier die Caller rein.
Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen und falls doch, ist es eigentlich egal. So, aber wir rennen da jetzt einfach mal hin. Hier vorne ist eh egal, beziehungsweise sollten wir einfach so ein bisschen einen gewissen Abstand hier auch zu haben. Aber das ist easy. Easy peasy. Rennen wir erstmal da vorne hin. Und schauen, ob wir da vielleicht irgendwas sehen können. So, am besten wäre eigentlich hier vorne, weil da habe ich schon mal Wapitis gesehen. Die könnte man dann da hinlocken. Ich denke, das wäre gut möglich. Wir werden aber erstmal hier vorne hingehen. Und von da aus einfach mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwas sehen. Und dann gucken wir einfach mal. Und ja, Capcom hat sich immer noch nicht gemeldet, leider. Auf die Monster Hunter World-Dinger. Leider. Aber es wird schon. Ich werde in der Zeit einfach schön aufnehmen, bisschen vor, einfach aufnehmen und, ja, dann, weil ich muss sowieso Low Rank und High Rank, werde ich wahrscheinlich alleine machen müssen. Deswegen ist auch ein bisschen spannender für euch dann. Von daher nicht so schlimm. Ich hoffe zumindest, dass wir hier die trinkenden Wapitis herlocken können. Das ist zumindest so mein Plan. Ob der Plan allerdings gut ist, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, futternde Wapitis könnten wir hier auch ganz gut abgreifen. Aber die Futterplätze von den Wapitis sind mir immer ein bisschen zu random. Allgemein Futterplätze. Deswegen verlasse ich mich da lieber auf Trinkgebiete. Wir könnten hier auch mal eben kurz ein paar... Ja, Spuren sind an, okay. Sind hier eigentlich momentan nur nicht keine Tiere unterwegs. Sonst hätten wir ja auch schon ein paar Spuren gehabt. Das ist ja schade Schokolade. Schauen wir mal einfach... Hier vorne... Nee, ne? Hier guffeln nirgendwo gerade welche rum. Das heißt, wir werden jetzt mal ans Wasser gehen hier. Und werden von da aus einfach mal was anlocken. Dann schauen wir einfach mal, ob da überhaupt welche sind. Ich mache auch mal kurz das Licht an, weil ich weiß nicht, ob wir hier eventuell sonst die Spuren nicht sehen. Aber bei um 6.30 Uhr sollte das eigentlich nicht der Fall sein, aber... Ich denke, die Lampe ist gerade noch ganz okay. Sehen wir vielleicht auch ein paar Sachen besser. Bisher kein Call. Keine Interaktion mit uns, aber da vorne haben wir gleich eine schöne Übersicht. Da können wir gucken. Bisher auch kein rennendes Tier gehört. Nichts gesehen. Also eventuell ist das hier vorne ein Reinfall. Das könnte gut sein. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Weil ich habe hier hinten eigentlich noch nie Wapitis gesehen. Ja, nur Entons. Ganz viele Entons. Enthöhen. Aber keine Wapitis. Gut, dann gehen wir zu der Stelle, wo ich schon sehr, sehr viele Wapitis gesehen habe, weil ich fühle mich eigentlich in meiner These bestätigt, dass hier vorne keine sind. Deswegen gehen wir da vorne hin. Da hinten habe ich schon öfter welche gesehen, die da stehen. Und ich denke, da werden wir auch welche finden. Hier vorne habe ich mal Weißwedel, waren es, glaube ich, oder Schwarzwedel. Eins von beiden habe ich hier gefunden, die hier vorne so in der Nähe vom Wasser waren. Aber alles andere. Ja, auf jeden Fall relativ viele Enten hier. Also wenn ihr Enten jagen wollt, ne? Gönnt euch. Hier vorne gibt es auf jeden Fall einige. Da könnt ihr eventuell den ein oder anderen Erfolg verbuchen.
So, da vorne auf der Seite sehe ich von der hier jetzt auch nicht unbedingt was. Keine Ente wirkte da jetzt sonderlich besonders, so von der Farbe her. Da vorne genauso, hier. Ne? Und da sind die Wapitis, genau wie ich gesagt hatte. So, wir wissen also schon, wo die Wapitis sind. Da. So. Das heißt, wir werden jetzt von... Ich weiß gar nicht. Es wäre eigentlich ziemlich sinnbefreit. Ich glaube, wir sollten dahin laufen von hier. Natürlich werde ich euch das jetzt nicht antun. Ich werde aber gucken, ob wir auf dem Weg vielleicht noch Wapitis sehen. Ich werde gleich einen kleinen Cut machen. Aber meine Vermutung hat sich bestätigt. Und zwar, dass da hinten keine sind, aber an der Stelle, wo ich schon öfter welche gesehen habe. So, auf dem Weg ist hier ein Tarnzelt. Das wird nichts bringen. Hier vorne haben wir einen Hochsitz, der wahrscheinlich auch nichts bringen wird. Aber hier hinten haben wir einen Hochsitz, den wir benutzen können, um die heranzulocken und zu jagen. Und jetzt werde ich erstmal hier mal eben ein bisschen chillen und rennen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, sobald ich am besagten Ort bin. So, meine Lieben, wir sind so gut wie da. Deswegen habe ich jetzt mal wieder eingeschaltet hier. Und ja, ich wollte mit euch ein bisschen sprechen über die zukünftigen Projekte. Und zwar, wie Hunter Colossal Wild wird natürlich weiterhin laufen. Aber ich mache mir so ein bisschen Gedanken darüber, was wir noch zukünftig so machen können. Denn wie Hunter Classic ist momentan ein bisschen zu zeitintensiv. Vor allem, weil ich nie sagen kann, ob da irgendwas passiert, ob da nichts passiert. Etc. pp. Ist ein bisschen schlecht zu planen. Und das ist ein bisschen schlecht. Dabei fand ich das an sich eigentlich ganz schön, aber ich merke, dass die Zeit einfach momentan so ein bisschen knapp wird und jetzt mit MHW, sage ich mal, bin ich schon so ein bisschen am struggeln, vor allem wegen ne, Capcom da, aber das wird sich ja wie gesagt noch regeln, das ist auch kein Problem, allerdings so zukünftig wird sich halt erstmal nicht so viel ändern, das heißt, wie Hunter Colossal Wild, Bannerlord und dann halt Monster Hunter World. Und da werden wir einfach mal gucken, wie sich das so in der Zukunft entwickelt. Also bisher sehe ich da aber keine Notwendigkeit, irgendwas zu ändern. Ich möchte halt nur so eine schöne, so eine gute Abwechslung haben. Und dann schauen wir halt einfach mal. Beim Stream, da muss ich mir noch Gedanken machen, also ob ich da vielleicht ein bisschen Abwechslung mit reinbringe. Aber oder vielleicht mal ein bis zwei Tage so in YouTube investiere dann. Da muss ich einfach mal gucken, da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher, wie genau ich das machen möchte. Da möchte ich jetzt auch noch gar nichts zu sagen, weil da habe ich nur so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt und vielleicht lasse ich auch alles, wie es ist. Aber ja, da einfach mal gucken. So, und jetzt werden wir mal eben hier ein bisschen Richtung Hochsitz gehen. Da vorne haben wir schon einen. Also ihr seht schon, da ist auf jeden Fall ein bisschen was unterwegs an Wapitis. Und wir werden hier vorne von dem Hochsitz aus dann das Ganze rancallen. Ich hoffe mal, wir werden da auch was finden. Aber hier in der Nähe sind auf jeden Fall Wapitis. Das heißt, da mache ich mir auch keine Sorgen, dass wir hier das Ganze erfolgreich beenden können. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob der dann in Range ist oder nicht. Wir den erstmal ein bisschen rancallen müssen. Das werden wir gleich sehen. Da, 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 da. Ja, ist geflohen. Wir müssen da jetzt irgendwie hin. Ihr seht, wir sind mehr als genug, aber die fliehen jetzt erstmal alle. Und deswegen lassen wir die ruhig fliehen. Wir müssen da jetzt irgendwie hin und dann callen. Deswegen, es ist nicht schlimm, wenn die jetzt fliehen.
Ja, bitte. Warum nicht gleich ein Megafon in mein Innenohr? Wirklich. Boah. Jesus. Jesus Christus. Ich verstehe nicht so wirklich, warum wir es eigentlich vom Hochsitz aus machen müssen, aber ja. Also sie will eine Trophäe haben. Aber warum müssen wir die denn von hoch aus, von einem Hochsitz, von einem Hochhaus wollte ich schon sagen, von einem Hochsitz aus schießen? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Aber gut. Ich bin nicht hier, um die Quest zu hinterfragen, sondern um sie zu erfüllen. Das werden wir tun. Meine, er bettelt ja förmlich darum zu sterben. Ich meine, er wird jetzt abspringen gleich, aber Wayne Train. Komm, mach einen auf alarmiert, spring ab. Auf der Flucht. Bang. So, und jetzt werden wir gleich hier den Caller rausnehmen. So. Das Ding erinnert mich übrigens an dieses eine Teil, was man bei Fußballern oder sowas hat. Wo irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgesprochen wird. Oder wie man das nennt. Diese total lauten Teile. Die sind auch, die sehen so ähnlich aus wie das Ding hier. Wisst ihr, welche ich meine? Ja, einer von euch weiß das bestimmt. Ich glaube, die werden beim Fußball verwendet. So. Wer sich fragt, welchen ich hier genommen habe, welchen Hochsitz, den hier in Calburn, der hier bei den beiden Flüssen zu Trinkzeiten von den Wapitis. Ne, Uhrzeit gerade 7:30. Ihr könnt so um 6 Uhr eigentlich losgehen. Bis um 7 Uhr könnt ihr auch losgehen, meinetwegen. Aber ihr solltet auf jeden Fall in den Trinkzeiten sein. Die aktuell sind 5 Uhr bis 9:30 Uhr und 17 Uhr bis 21:30 Uhr. Könnt ihr beides ausprobieren, wenn ihr wollt? Wenn ihr das hier nachspielen wollt, dann haltet euch am besten an die ersten Zeiten, die ich genannt habe. Weil an die halte ich mich gerade auch. Ja, der war zwar jetzt auf der Flucht, aber wir haben ja nicht geschossen, also der wird sich wahrscheinlich wieder auch relativ schnell erholen und herkommen. Zumindest ist das meine Hoffnung. Es ist ja auch egal, ob wir ihn gut schießen, ne? Das Problem ist, er kam halt direkt dann hierher, wo wir noch nicht drauf waren. Aber ich denke, wir können ihn auf jeden Fall zurückholen. Hier vorne haben wir auf jeden Fall keine. Da hinten. Unsere gesamte Hoffnung liegt eigentlich in den Wapitis, die eben hier waren. Mal sehen. Ich werde noch ein bisschen callen und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald hier etwas angelaufen kommt. Nach einer halben Ewigkeit ist er jetzt endlich gekommen hier.
Aber wirklich nach einer halben Ewigkeit. Jetzt konnte ich mir endlich holen. Also, ich kann diesen Spot hier nicht unbedingt empfehlen. Ich weiß nicht. Es gibt, glaube ich, keinen anderen, wo man das so gut machen kann. Also, ich bin nach da vorne gegangen. Ich bin hier ganz lang gelaufen. Habe dann hier ein bisschen gecallt. Bin wieder zurückgelaufen. Dann wieder hier hin. Und dann war hier nichts. Außer die Gruppe da hinten. Und ich muss sagen, das war schon ziemlich ätzend und dachte so, okay, muss ich vielleicht noch mal wann anders hin. Dann habe ich jetzt noch ein bisschen einen Sound gehört hier und jetzt war er endlich da. Und ja, jetzt haben wir es auch geschafft, aber wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob ich es packen werde. Also ist ein bisschen glücksabhängig, würde ich sagen. Great, you got it. Emily will be thrilled. So, I was chatting with Miss Wallace and she's got a new request for you. She said she knows the coyotes are always drinking up around Leviathan Lake most nights. Why don't you go there and find out? Okay. Ja, dann wissen wir ja schon, was wir in der nächsten Episode machen. Je nachdem, ob ich vielleicht eine Random-Jagd mache oder halt die Mission. Auf jeden Fall wünsche ich euch in diesem Sinne noch einen wunderschönen Tag. Und wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nicht vergessen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was und tschüss.